Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Ich freue mich natürlich auch, dass sie heute hier ist. Hallo, Kati Karrenbauer. Hallo, freue mich wahnsinnig, dass du mich eingeladen hast. Naja, ich mache ja nichts umsonst. Ich will dein Leben wissen. Ich will von dir ganz, ganz viel wissen. Deswegen bist du ja hier. Wenn du eine Frage nicht beantworten willst, sagst du einfach Udo, nächste Frage. Lieber Udo, du darfst mich alles fragen. Na, da sei mal vorsichtig. Ja. Kati, erzähl mir. Wie kamst du auf die Idee, Schauspielerin zu werden? War das immer dein Traumberuf oder war das eine zweite Entscheidung? Erzähl es mir. Das fing schon als Dreijährige an. Also ich war als Dreijährige im Kindergarten und dort wurde das Stück Prinzessin auf der Erbse aufgeführt. Und es gab natürlich eine wunderschöne Prinzessin, ein kleines blondes Mädchen, ganz schlank, ganz warst zauberhaft. Du das? Ich war das nicht. Warst du blond früher auch? Nein, um Gottes Willen. Ich war fast schwarz. Was hast du da gespielt? Und ja, auch nicht den Frosch. nein, ganz wirklich, es war dann so, dass dieses kleine Mädchen krank wurde und ich die Einzige war, die diesen Text konnte. Und daraufhin hat man mir, also Prinzessin auf der Erbse, die lag natürlich auf dem Sofa und unter dieses Sofa hatte sie einen Tennisball bekommen und als ich die Übernahme machte, da bekam ich einen großen Fußball darunter gelegt. Also da weiß man auch schon ein bisschen was über mein, über mein figürliches, ich war so ein sehr pummeliges Kind und habe darunter auch sehr gelitten. Aber als Dreijährige eigentlich schon entschieden, ich werde Sängerin oder Schauspielerin. Ist das wahr? Ja. Ich hatte zum Beispiel einen Großvater, der stellte mich immer irgendwie auf den Tisch, wenn die, wenn man essen ging und der ließ mich dann immer singen. Pretty Belinda, kennst du noch? Die Nacht ist so schwarz wie die Füße der Kinder. Komm doch zurück, oh Pretty Belinda. Die Nacht ist so schwarz wie die Füße der Kinder. Und dann gab's eben diese Stimme? Dann gab es noch 17 Jahre blondes Haar und mit 17 hat man noch Träume. Und das konnte ich auswendig und das habe ich überall getrellert. Und ich habe natürlich sehr schnell festgestellt, Opa gab mir denn den Hut und dann sollte ich Groschen sammeln, so im Familienkreis. Und ich habe aber sehr schnell festgestellt, dass sich das gar nicht lohnt mit dem Groschen im Familienkreis. Und dann bin ich eben weitergelaufen und habe dann auch bei anderen... Kam was zusammen? Ja, da kam was zusammen. Kuckuck. Kuckuck, ich höre den Kuckuck. Ich höre den Kuckuck. Kuckuck. Apropos Kuckuck, ja. Du hattest auch mal eine schwierige Zeit, gell? Hattest du nicht mehr investiert in ein Zelt, was dann zusammen war? Ja, das ist eine lange Geschichte. Also es gab, gab 2002 ein großes Projekt, das war die größte Traglufthalle der Welt. Und daran habe ich investiert und habe auch ganz fest daran geglaubt, dass das wunderbar laufen wird. Das war zum Beispiel die alte Wetten-Das-Halle. Denn Wetten-Das war ja früher nicht in festen Locations, sondern das war eine Multiplex-Halle. Und das war ein ganz, ganz tolles Objekt. Und das Zelt? Ja, wir hatten einen Sturmschaden in 2003 und damit fing das große Desaster an. Aber Gott, aber das ist ja toi, vorbei. Toi, es geht vorbei. Ja alles vorbei. Ne? Ja, da freue ich mich. Gell? Doc, doc, doc. Hier ist Holz. Ja, ja, gut. Und heute ist alles vorbei. Ja. Ich habe dich gesehen, du machst ja ganz, ganz viele Sachen. Ich habe dich gesehen hinter Gitter. Klar, 10 Jahre lang. 10 Jahre lang. 10 Jahre lang. Das lief aber immer, ging das am Schluss die Quoten runter oder war das immer gleichbleibend? Na, die Quoten sind am Ende schon ein bisschen runtergegangen. Ja? Das hatte aber auch den Grund, weil wir nach 7 Jahren zum ersten Mal eine Sommerpause machten. Wir haben ja vorher 52 Folgen im Jahr gezeigt. Und haben die eben auch gedreht und dann kam mit einmal so eine Sommerpause und das hat uns das Publikum und unsere Fans nicht so ganz verziehen. Was hast du in der Sommerpause gemacht? Wie viele Bücher hast du geschrieben? Hast du in der Sommerpause geschrieben? Nee, die habe ich nicht in der Sommerpause geschrieben, sondern meine Bücher habe ich, eins habe ich sehr früh geschrieben, das ist ein Gedichtband, das waren Gedichte, die ich von 13 bis 18 geschrieben habe und das war eigentlich eine Freude für meine Mutter. Das war auch nur eine ganz kleine Auflage, 3000 Bücher, davon gibt es übrigens noch 1000. Ja? Ja, ja. Und dann habe ich mein zweites Buch geschrieben, Das Leben ist kein Fischfurz, weil... mir passieren immer so komische Sachen. Also ich komme eigentlich meist gut aus der Situation raus, kennst du wahrscheinlich auch von dir, aber mir passieren immer so ganz eigentümliche Geschichten und daraus habe ich Kurzgeschichten gemacht und Ich war bei einer Lesung bei dir.
Ja, richtig. Und das dritte Buch ist? Das dritte Buch ist Die Freiheit nehme ich mir. Um was geht's da? Das sind auch Kurzgeschichten, weil ich einfach der Meinung bin, ein langes Buch ist ein langes Buch und ich selber immer so wenig Zeit habe zu lesen. Deswegen mag ich so Geschichten, wo man sagen kann, da blätter ich rein, das interessiert mich, das Thema interessiert mich. Und wenn ich was über jemanden wissen will, kann ich weiterblättern und sagen, ach, die Geschichte finde ich auch spannend. Also gut. 12 Seiten sind schnell gelesen. Und die kriegt man noch? Ja, die kriegt man noch. Okay, die kann man bei Amazon bestellen. Amazon bestellen. Genau. Also ich hab eins zu Hause. Aber du hast ja auch gerade so ein tolles Buch. Ich habe auch ein tolles Buch geschrieben, ja. Das kriegst du nachher mit. Jede Frau ist schön. Jede Frau ist schön, auch ich. Na, du siehst sowieso gut aus. Du hast natürlich einen Vorteil, große Frauen ist ja immer spannend. Ne? Die haben ein gutes Auftreten. Ja, das kommt aber auch immer darauf an, ganz ehrlich, ob man einen guten Friseur hat. Und da ich ja nun zu deinen, ich hoffe doch. Ja, zu deinen Gästen gehöre. Ich hoffe doch. Wobei ich ja neulich irgendwie dachte so, oh, jetzt will er mir ans Leder. Du hast mir ja gerade die Haare erst abgeschnitten. War zu kurz? Nee, ich finde das ganz toll. Das reicht doch alle Male. Ja. Und es ist die Trendfarbe, meine Damen und Herren. Schokofarbe ist Trend. Schoko, ja. Kati Karrenbauer hat sie schon. Ich habe sie schon, ja. Erzähl mir du hast auch Unter uns gedreht? Nein, nicht Unter uns. Ich habe Alles, was zählt gedreht, 2,5 Monate. Zählt. Als Tanzlehrerin und Choreografin Ludmila Petrova. Und das war eine großartige Zeit. Also kannst du ein bisschen tanzen? Hast du da was gezeigt? Na, ich habe früher getanzt. Also ich habe ja ganz viel Musical gemacht. Ich war ja Musicalstar in Deutschland. Rocky Horror Picture Show. Ach, als Magenta in Gelsenkirchen, am Musiktheater im Revier, Staatstheater Saarbrücken ganz lange. Und dann habe ich zum Beispiel Nonsense 1, das Non-Musical, gespielt. Das kenne ich doch. Das kennst du mit Sicherheit. Das ist eigentlich so die Geschichte, diese Whoopi Goldberg-Geschichte, die alle gesehen haben. Aha. Und daraus gab es ein Musical, das wurde in New York uraufgeführt. Aha. 5 Männer haben das damals gespielt. Und als es nach Deutschland kam, spielten das 5 Frauen, also 5 Nonnen auf der Bühne. Das haben wir gerade erst, Nonsense, ist gerade erst in Hamburg gelaufen. Und ich habe da die lesbische Robert Ann gespielt, die immer die ewige Zweitbesetzung, die immer versucht, Mutter Oberin auszunocken, um dann eben selber auch mal selber so ranzukommen. Mit tollen, tollen Songs. Ich habe gehört, dass du, hast du mitgebracht sogar? Ja. Wann wird das passieren? Lackage voll, Käfig voller Narren. Ja. 6. Dezember bis 22. Februar 2015. Oh, also, Ensuite? Ensuite bis auf montags und es gibt ein paar ganz, ganz wenige Termine, die, wo andere Sachen in der Bar jeder Vernunft stattfinden, aber ich kann es nur wärmstens empfehlen. Ich habe es schon gesehen. Du hast es schon gesehen, ja. Ne? Und das ist ja die Wiederaufnahme jetzt. Die ich spiele Jacqueline. Chefin? Ja, die Chefin. Des Restaurants, das Restaurant, chez Jacqueline, richtig. Genau. Ja. An der Seite von Peter Rührig. Peter Rührig ist ein wundervoller Schauspieler. Er hat ganz, ganz viel gemacht. Wenn man ihn nicht von der Bühne kennt, dann kennt man ihn sicher aus dem Tatort. Und wenn man ihn von da nicht kennt, dann kennt man ihn aus Der englische Patient. Der hat also ganz viele internationale Produktionen schon gemacht. Und der andere Kollege, Hannes Fischer, ist ein ebenfalls wunderbarer Kollege, der dort die Zaza spielt. Und singst du oder hast du viel Text oder musst du auch singen? Ich habe eigentlich mehr Text, als ich singe. Aber ja, ich aber muss auch singen. Jacqueline ist am Ende die Stimmungskanone, die alles so ein bisschen zusammenbringt. Und da darf ich auch singen, da freue ich mich sehr drauf. Mhm. Und das wird dann auch so ein bisschen Partystimmung sein. Und ich hoffe natürlich, dass wir ganz, ganz viele Besucher wieder ins Theater locken können dieses Jahr. Naja, dein Name zieht ja auch ein bisschen locker. Die anderen Namen ziehen auch. Ja. Also, ja. Aber vielleicht kommt noch mal der ein oder andere und guckt extra meinetwegen noch mal rein. Das würde mich natürlich wahnsinnig freuen. Ich komme auch. Ja, du kommst zur Premiere. Du kommst am 6. Dezember. Und dann dringen wir hinterher ein. Das machen wir. Meine Damen und Herren, bleiben Sie dran. Es geht gleich spannend weiter. Ich frage Sie was, was Sie noch nie gefragt wurde. Bis gleich. Ich bin auch gespannt.